Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum heutigen Börsenbuffet-Livestream. Es ist der erste Alarm bereits angegangen. Hier die Salzgitter ist über 27,48 angestiegen. Da hatte ich einen Preisalarm eingestellt. 27,48. Dann schauen wir doch gleich mal auf die Salzgitter. Die Coinbase nehme ich raus. Salzgitter kann ein prozyklisches 1, 2, 3 aktivieren. Stahlwerte insgesamt stark. Auch gestern, heute, jetzt der Versuch, über die 1 zu gehen bei Salzgitter plus 4%. Germany 30 baut seine Gewinne am Morgen aus. Man sieht das hier, die letzte Handelsstunde kann hier mit Kursgewinn aufwarten. Und wir sehen eben jetzt auch, dass die vorbörsliche Spanne überschritten wird. Mal hier gucken, dass ich nicht zu hastig hier agiere. So, wir haben auch eine Signallinie, die stoppt erstmal den Ausbruch. 2,45, 42, Schlusskurs drüber, nachhaltiger Ausbruch, vorbörsliche Spanne darunter, trendneutral. Wir achten auf doppelte Bestätigung, um kurzfristigen Positionsanpassungen einzelner, vielleicht Stops, die gerissen wurden, nicht anheimzufallen. Insofern immer mit doppelter Bestätigung arbeiten. Das empfiehlt sich für den höheren Zeitintervall, aber insbesondere für das, was ich hier mache, eine Minute. Das ist sehr, sehr kurzfristig. Soll auch gar keine Empfehlung sein. Es ist genauso gut, auch in 5 Minuten Stundenchart, Tageschart, Wochenchart zu agieren. Das Ergebnis und die Struktur ist die gleiche. 1, 2, 3 Muster eignen sich für verschiedene Zeitintervalle. Das sieht man auch am und im Bitcoin. Hier haben wir im Monatskerzenchart auch ein 1, 2, 3 identifiziert, das November 2020 aktiviert wurde und der Bitcoin ist ein Markt im Zeitraffer-Modus. Das, was sich im DAX über lange Zeit ereignet, ist im Bitcoin innerhalb kürzester Zeit passiert. Wir haben aber solche Ausbrüche auch in den großen Indizes, die so dynamisch verlaufen, nicht unbedingt prozentual, aber dennoch, wenn man sich hier den Japan 225 Index anschaut, da haben wir auch ein prozyklisches 1, 2, 3 Muster ausgebildet und dieses 1, 2, 3 wurde aufgelöst prozyklisch im November und wir sind hier bereits zu 100% Extension, also 23.300 auf 50.000, auf 30.545. Also auch da im großen Bild lässt sich hier mit 1, 2, 3 Mustern einen Kontext bilden. Der S&P ist noch nicht ganz so weit, aber gleiches Muster vom letzten Jahr ist aufgelöst worden im November. Und jetzt haben wir eine laufende Rallye. 4.456 wäre da die Fortsetzung davon. Und wenn wir uns den Germany 30 anschauen, auf Basis dieser Monats großen Bild, auf Basis von diesem großen Bild oder Big Picture, wenn man es auch nennt, dann kommen wir hier raus bei der 13.316 und da sind wir auch im, naja, der DAX war später dran, der Germany 30, hier im Dezember ist ausgebrochen, 16.623 wäre die 61er Aufwächerung, also insofern ungefähr gleich unterwegs hier der SPX und der Germany 30. Damit dann auch schönen guten Morgen in die Runde an die Uli, an den Uli. I'm sorry. KHC, Peter A, Peter DH und Falki, die im Trader-Chat sind. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Topbildung ist möglich, jetzt bei einem Rutsch unter das 9.03 Tief. Frank M., schönen guten Morgen.
Wie ist dieser Rücksetzer jetzt zu bewerten? Im Monatskerzenchart, Schlusskurs über 13,48. Darum wird gekämpft. Im Stundenkerzenchart sehen wir eine 1, 2, 3. Das ist wahrscheinlich hier im kleineren Zeitebene, 15-Minuten-Chart, ja, da ist es besser zu sehen. Hier sehen wir also den Rücksetzer. Zurück auf das Ausbruchsniveau. Hat geklappt. Wurde beendet mit einem 1, 2, 3, das sich nun auffächert. So, Germany 30 hat jetzt die Chance, einen bullischen Druckaufbau zu generieren über 15.232. Unter 15.232 aktiviert er eine Trendwende-Formation. SAF Holland, auch da ein 1, 2, 3 Top, das erstmal nicht aktiviert werden konnte. 13,28, da waren wir auch schon mal am 7. April drüber. Das hat dann bis zum Schlusskurs nicht gehalten. Jetzt der erneute Versuch, hier dieses prozyklische 1, 2, 3 zu aktivieren. Den Chart stelle ich ins Chartforum. Hensoldt versucht die Rallye fortzusetzen, hängt an der 2,61er fest. Ein Ausbruch darüber könnte die 4,23er aufrufen, 17,12. Klöckner auch hier mit einer fortgesetzten Auffächerung, möglicherweise in der Richtung 12,17 unterwegs. Da ist die volle Auffächerung. 10,62 auf dem Rückweg nach unten wäre eine Unterstützung beim Bruch 9,66. Volkswagen plus 2%. Bei Volkswagen, ja, sie halten jetzt das zweite Mal dieses Tief vom 19. März. Gehen wieder ein bisschen nach oben. Wenn sie das halten können, wäre aber die große Aufgabe zur Trendfortsetzung, dass sie über 325,80 ansteigen. TUI plus 1,3% attackiert und fängt an, die Bodenbildung zu hinterfragen. Dafür müssten sie aber über 4,61 drüber. Hornbach weiß nicht so recht. Die Anleger bei Hornbach wissen nicht so recht, wie sie die Lockdowns, den bundesweiten Lockdown-Regeln bewerten sollen. Gestern noch Bodenbildung, uah, machen wir eher nicht heute wieder drüber. Machen wir vielleicht doch. Also, ja, so richtig durchziehen tut das Geschäft hier nicht bei Hornbach. Aber es ist auch nicht komplett geschlossen. Click and Collect ist möglich. Und was soll man jetzt von Click und Collect halten? Ist das ein gutes Geschäft? Ist das ein schlechtes Geschäft? Germany 30 versucht Topbildung. Schlusskurs unter 5,232 notwendig.
Lufthansa zündet auch nicht. Die müssten wirklich über 1129 abheben und dann auch nicht mehr drunter landen, sondern dann eben die Extension, die wir eben auch schon am 1. März hatten. Aber da sieht man auch ein bisschen den Pessimismus über den langsamen Fortgang der Impfkampagne. Womöglich. Also Trend of Bomb Germany 30 hat bis jetzt nicht geklappt. Wir sind dabei, einen Top auszubilden. Das jetzt auch aktiviert. Darauf achten, ob es bestätigt wird oder ein Zurückschnapp über die 232 kommt, damit wir es erstmal wieder entschärft. Der US-30 ist gestern hier an der, ja, kurz vor der 34.000 nicht weitergekommen. Ist jetzt wieder über die 1,61er ausgebrochen, versucht sich also wieder an einem Rücklauf. Was wir da jetzt haben, ist ja, ein 1, 2, 3 Top von oben kommend, ein 1, 2, 3 Tief von unten. Also kann sich hier auch eine Range, eine Seitwärtshandelsspanne ergeben. Wenn man so sagt, okay, das kann jetzt wirklich ausgedehnt über die Berichtssaison hier so dazwischen verlaufen. Muss man sagen, okay, die 33.875 ist der Deckel mit ein bisschen Überschießen, ja. Und wir könnten ja also hier so eine volatile Seitwärtsphase sehen. Bis 33.659 wäre so die Schwankungsbreite, ohne dass irgendwas entschieden werden würde. Würde bedeuten, wir haben hier also eine Range, eine Spanne von 214 Punkten oder 0,6%, in der man einen Seitwärtsmarkt zugrunde legen muss, technisch. Aufbauen würde sicher bullischer Druck oberhalb von 33.875. Bärischer Druck würde sich aufbauen unterhalb von 33.659, dazwischen US-30 neutral. Also was man machen kann, ist, wenn man keine Seitwärtsmärkte handelt, in der der US-30 jetzt ist, umschiften auf einen anderen Markt, wie zum Beispiel den Bitcoin, umschichten auf den Nasdaq, also NDAQ. Oder eben abwarten. Und abwarten bedeutet, muss nicht die ganze Zeit davor sitzen, sondern es gibt einfach diese beiden Zahlen, 33.875 und 33.659 als Preisalarme ein und geht dann wieder an den PC, wenn die dann wirklich gebrochen werden. Preisalarm würde bedeuten, wir setzen hier. Gehen hier oben links auf neuen Preisalarm erstellen. Sagen okay, auf der Oberseite 33.877. Ich nenne das diesen Kommentar bullischer Druckaufbau. Ich setze einen weiteren Preisalarm. Der ist dann. Ich kann es nicht sehen, 33.658. Bärischer Druckaufbau. Und ich setze ein Fragezeichen dahinter, weil es ja einfach nur darum geht, dann das Verhalten, die Interaktion des Kurses mit dem Level zu beobachten. Den Chart stelle ich auch ins Chatforum. Wie sieht das Bild aus im
NDAQ. NDAQ zur Orientierung, sehr gut hier in den Wochenkerzenchart zu schalten. Im Wochenkerzenchart haben wir dieses 1, 2, 3 drin Fortsetzungsmustern. Wir hängen jetzt an der 100er Extension fest. Also genau die Verlängerung von diesem Impuls am Ausbruchspunkt nach oben. Da hängen wir fest, sind ausgebrochen in dieser Woche, setzen wieder zurück auf dieses Niveau. Und diesen Rücksetzer kann man jetzt im 15-Minuten-Chart als bullischen Rücksetzer identifizieren. Warum? Weil wir eine 1, 2, 3 haben. Die 61 haben wir gerade erreicht. Bedeutet, über 8,44 bleibend, kann man weiter davon ausgehen, dass wir einen bullischen Rücksetzer haben und dass sich hier dieses 1, 2, 3, also 15-Minuten-Chart schrittweise auffächert. Dass die grundsätzliche These, die bullische These, heißt, wenn ein FIBO-Level gebrochen wird, wird das nächste zum Gerät in Reichweite. Natürlich ist das dann keine Garantie, dass wir auch dorthin gehen, aber es wird zumindest mal angesteuert. Ob er dann dorthin kommt auch, es hängt natürlich auf Nachrichtenlage und so weiter ab, aber so ist zumindest die grundsätzliche These. Würde bedeuten, volle Auffächerung wäre dann die 14.109 und damit eben ein neues Rekordhoch im NDAQ. Der bärische Verlauf wäre abtauchen unter die 1, also 13.844. Und insbesondere wenn 13.781 gebrochen würden, da kann man davon ausgehen, dass da Stops liegen von denen, die jetzt drauf setzen, dass sich das jetzt beginnt weiter nach oben aufzufächern. So etwas in der Richtung haben wir auch gesehen gehabt im Bitcoin. Ja, schönes Beispiel hier von gestern. Muss es nur, nachdem ich das jetzt versprochen habe, auch suchen. Also hier ist das Setup gewesen, das ich gestern vorgestellt habe. Das war 14. also gestern 8 Uhr. Muss ich es erstmal orientieren hier. Wenn ich mal den 2-Minuten-Chart, dann sollte man das immer noch sehen. Also, was hatten wir hier gestern? Wir hatten hier gestern einen Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Das waren da 64.872. Und dann im Rücklauf wieder ein prozyklisches 1, 2, 3. Das haben wir im 1-Minuten-Chart noch besser gesehen, nur ist das in der Historie nicht mehr drin. Deswegen bin ich jetzt in den 2-Minuten-Chart gegangen. Ja, und was hat er dann gemacht? Er hat es dann aktiviert und immer wieder zurückgesetzt und hier kein höheres Hoch, das war schon mal so ein Warnzeichen. Dann wieder zurückgesetzt, ist drunter gewesen, dann haben sie dann doch wieder gekauft, ist wieder aktiviert, dann ist er nach oben wieder nicht weitergekommen. Tiefer als hier. Ja. Und dann hat man halt gesehen, okay, diese bullische Auffächerung, wo liegen die Stops? Ja, also hier, 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 beziehungsweise dann hier wieder. Da gab es dann immer wieder Käufer, die eingestiegen sind in der Erwartungshaltung, dass sich das nach oben auffächert, weil das 1, 2, 3 tief intakt war. Das Impulsmuster war intakt. Ja, markttechnisch. Serie höhere Hochs und so weiter, aber das hat sich eingetrübt, da die Hochs jeweils dann auch tiefer wurden. Hier tiefer, hier wieder tiefer. Aber man kann auch sagen, okay, wir haben hier also so eine, ja, so eine Einkeilung, ja. Aber mit Keilen habe ich es nicht so, weil haben schräge Trendlinien, das ist immer so ein bisschen ungenau. Für mich ging es einfach um die 64.412 und die, ja, konnte immer schlechter gehalten werden. Und man kann vermuten, dass, wenn man sowas sieht mit diesen immer wieder laufenden Long-Aufbauten, dass da drunter unter der 64.238 dann die Stops sitzen.
Ja, das hat man dann auch gesehen. Das geht, das Spiel geht auch irgendwie weiter. Und dann, das ist so ein typisches Ergebnis von Stopps. Ne? Ja, also da geht es dann mal richtig zur Sache, ja, und dann braucht der Markt auch wieder eine Weile, um sich zu beruhigen. Aber hier, das ist das Ergebnis halt, ja. Und wenn man sowas sieht, kann man natürlich da auf der Basis auch, da muss man natürlich schnell sein, aber es gibt ja Stop-Sell-Orders zum Beispiel, ja, dass man sagt, okay, eine Stop-Sell-Order mit einem automatischen Take-Profit in der Nähe. Und das kann man auch mit einer Stop-Buy-Order an, wenn man das auf den Kopf stellt, so ein Setup, ja, wenn man 1, 2, 3 Top hat und die können eben das Top nicht aktivieren, dann kann es einen bullischen Druckaufbau geben. Und dann eben einen Stop-Run nach oben. Auch sowas kann man dann eben mit dem Buy-Stop dann zum Beispiel automatisiert versuchen auszunutzen. Das sind solche Strategien, ja. Man hat hier die Erkenntnis, lässt sie probieren, man ist in keiner Position drin, man weiß aber, okay, wenn der neuralgische Punkt hier unterschritten wird, ist die Chance da, dass da Stops liegen. Und genau die Geschichte ist halt genau die, die wir jetzt auch haben im NDRQ. Ich will nicht sagen, dass das genauso läuft, aber das Setup ist das gleiche. Ja? Sie versuchen jetzt ein 1, 2, 3 zu machen und wir haben einen Aufbau von Long-Positionen, ja, den hatten wir bereits hier, ja, hier und auch hier. Ja, da hat dann nicht geklappt, sind nicht drüber gegangen, ist nicht gezündet. Und dann hat man hier wieder in der Nähe von dem Tief, ja, Stopp auf Long-Position aufgebaut, hier auch wieder Long-Position aufgebaut, ja. Und die werden jetzt hier akkumuliert. Ja, und jetzt hängen sie erstmal am ersten Ziel fest. Okay, alles klar. Nichts Wildes. Aber das Problem wäre jetzt, wenn der Markt halt nach unten driftet und dann immer schwächer wird bei den Bewegungen nach oben, ja. Und eben sowas macht wie der Bitcoin und dann eben die 13.781 reißt. Weil dann die ganzen Aufbauten von Long-Positionen, die da im Zweifel, dass sich doch nochmal fortsetzt, wenn man sich vorstellt, der rutscht jetzt quasi. Das wäre der Bitcoin-Verlauf sozusagen im NDRQ. Nehmen wir uns vor, da stellen wir uns vor, der setzt jetzt zurück auf die 1, dann macht er wieder eine Rallye, schafft es aber nicht über das Hoch hier zu gehen. Ja? Ja, und dann tauchen sie hier drunter, warten da mal ein bisschen, was so passiert, und dann machen sie wieder eine Rallye und die wird aber wieder abgebrochen. Ja, das sind immer wieder Hoffnungen. Ja? Das ist so eine Phase der Hoffnung. Ah, jetzt geht's los, ist enttäuscht worden. Das ist schon mal für Sentiment nicht so gut. Ja? Dann ist es in dem, sage ich mal, Bereich, wo es eigentlich unangenehm ist, weil kann er abtauchen und bestätigt es auch noch nicht, also in so einem Nirvana und weiß eigentlich gar nichts. Und dann kommt doch wieder Hoffnung. Ah, jetzt geht es aber los. Und das ist dann sofort relativ schnell wieder dort, wo es eigentlich das Unangenehme war. So, und dann fängt er an, dass er dann plötzlich da gar nicht mehr über dieses Level kommt, wie da, ja, und geht dann tiefer, ja, und fängt dann irgendwie an, ja, wo so unkontrolliert wird, und dann sieht man halt, kann es dann eben in den Stopp laufen, ja. Aber die Positionen, die quasi aufgebaut wurden, hier vor dem Ding, hier und vielleicht auch hier, vielleicht auch dann in der Nähe von der 2 hier, ja, die sind ja alle mit dem Stopp hier abgesichert. Anders wird es ja keinen Sinn machen. Oder man macht manuelles Management, so ein bisschen, ja, aus dem Bauch heraus, kann man ja auch sagen, mal aufgebaut und verstärkt und was weiß ich, ja. Aber wissen, dass sich das 1, 2, 3 nicht mehr fortsetzt, das weiß man halt erst, sobald ein Kurs unter der 13.781,94 gehandelt wurde. Das ist ja die Trader-Sicht auf die Dinge. Ich habe eine Annahme, dass dies und das passiert, weiß aber auch, wenn dies und das passiert, dann bin ich nicht mehr richtig. Und das ist ja das, was das Spannende ist. Ja, man kann ja auf alle möglichen Art und Weisen am Markt sich eine Meinung bilden und auf alle möglichen Art und Weisen irgendein Szenario, wie es weitergeht, ableiten. Das kann irgendwas ganz Großes sein, kommt eine Katastrophenhosse,
Ja, das ist die Leute, wenn man heute irgendwas kaufen möchte, von der Immobilie bis hin zu einem Sportwagen oder ein High-End-PC, High-End-Grafikkarte, es kriegt man nicht mehr. Es ist nicht mehr da. Es ist ausverkauft. Also man kriegt schon irgendwie noch was, aber wenn man in bestimmten Segmenten schaut und auch wenn man sich eine Immobilie anschaut, die richtig guten, attraktiv bewerteten, in einer guten Lage, da gibt es nichts mehr im Grunde. Und das gilt für so, so viele Sachen. Warum gibt es nichts mehr? Weil die, die halt das haben, schon gekauft haben, sitzen eben auf diesen immensen Gewinn und überlegen, okay, wenn ich jetzt das verkaufe, was mache ich dann mit dem Geld? Also das akute Wiederanlageproblem ist das, was die Märkte antreibt, weil die Leute einfach auf der einen Seite Geld haben, auf der anderen Seite nicht wissen, wohin damit. Und das ist das, was die Märkte treibt und das ist letztendlich Ausdruck dieser Liquidität. Also kommt es irgendwann auch im Aktienmarkt voll zum Tragen, ja, wo dann also gar nicht mehr verkauft wird, sondern einfach nur, dass so ein Ventil findet am Aktienmarkt. Die chinesische Notenbank hat bereits davor gewarnt, spekulative Exzesse über SPACs, also über einen Börsenmantel, Börsengänge, wo Investoren einfach nur dem vertrauen, der das macht und gar nicht wissen, in was sie investieren, geht trotzdem in Milliardenwerte nach oben. Wir sehen es bei Coinbase, wir sehen es bei den Kryptos. Also, ich meine, es findet ja statt. Und das kann zum Beispiel ein Ansatz sein, um eine Meinung zu bilden. Die Meinung wäre dann übergeordnet, steigen die Aktienmärkte. Aber wichtig, ich finde es wirklich super wichtig, damit man nicht hinterher der Dumme ist, man muss wissen, wo man sein Reißleine zieht. Weil man kann die beste, größte Überzeugung von irgendwas haben, wenn man nicht weiß, wann es zu Ende ist, dann sollte man wie bei der Titanic halt gucken, dass man noch ein Rettungsboot findet. Ne? Und das Rettungsboot, das ist ja an der Börse nicht knapp wie auf der Titanic. Da waren Kinder zuerst und so. Aber an der Börse gibt es genug Rettungsboote und zwar eines für jede Trading-Position. Dieses Rettungsboot heißt Stopp. Beim CFD ist es sogar noch ein Luxus-Stopp. Das ist der garantierte Stopp. Der kostet zwar ein bisschen was pro einem DAX oder einem Germany 30 CFD. Kostet 1 Euro. Damit hat man dann auch übers Wochenende und im Falle von abrupten Ereignissen eine Slippage-Versicherung, dass man also keine schlechtere Ausführung bekommt, weil der Markt wo ganz anders eröffnet, als man das kalkuliert hat. Also das Risiko kann man wirklich festzurren auf das, was man hat. Also diese Reißleine, das Rettungsboot. Und da sollte man, wenn man sich da nicht sicher ist, wo setze ich denn da, wann gehe ich ins Rettungsboot und wann nicht? Sollte man wirklich an der Methode arbeiten. Ich tue das jeden Tag hier von 9 bis 10, gucke mir hier eben genau diese, wo ist jetzt bei einem Event, wo sind die long sind, wo haben die ihre Stops? Ja? Ja, da kann man ja verschiedene Ansätze wieder mit höheren Hochs, ja, das ist ein schöner ja, dynamischer Trend. Da sind ganz kurzfristige Positionen drin, ja, die sind bei so einem Rücksetzer wahrscheinlich nicht mehr drin. Ja? Aber wo ist das, was das alles hier hält? Wo sind da die Stops? Nach meinem Dafürhalten dürften die unter 13,781 sitzen. Ich kann da auch falsch liegen, aber das ist eben der Kontext. Ja? Dass da jedes Mal dann so ein Einbruch kommt wie beim Bitcoin, ist natürlich auch nicht garantiert. Aber ich weiß, okay, wenn das passiert, dann ist eben das Setup dahin. Ja? Was die Börse angeht, man braucht bei der besten Analyse, die man macht, auch immer jemand, der da mitmacht. Also man muss immer gucken, dass man in Märkten aktiv ist, in denen andere gerade auch aktiv sind. Das ist so, also es gibt ja viele, viele 1, 2, 3s, die man irgendwelchen Werten einzeichnen kann, auf die keiner schaut. Und die Dynamik entfaltet sich nicht, sobald bestimmte Levels überstiegen sind, weil die Story gar nicht passt. Also das muss man dann schon auch kombinieren, weshalb man
insbesondere halt sich Märkte aussuchen sollte. Das ist ganz wichtig, wenn man mit 1, 2, 3 Mustern arbeitet, die einen Trend haben. In einem Markt, wo kein Trend ist, kann man nicht mit Trendwendemustern arbeiten. Deswegen auch immer der Trendfilter, den ich verwende. Und da sehen wir jetzt eben einen gewissen Fortschritt. Ich nehme jetzt die Signallinie an von 2,45 von vorhin. Gehe jetzt in den 10-Sekunden-Chart, da wir drüber geschlossen haben, und schaue mir jetzt an, ob eben der finale Abschluss zum Trendaufbau kommt. Also zum Beispiel ein Rücksetzer auf die Signallinie und dann ein 1, 2, 3. Dann kann ich wiederum sagen, okay, wir haben einen intakten Trendaufbau und ab wann liege ich falsch, wenn das Tief dieses 1, 2, 3 unterschritten wird. Solange wir da drüber sind, haben wir einen intakten Trend. Sobald wir drunter gehen, haben wir eine Rückkehr in den neutralen Trend. Und dann kann eben aus dem Rücksetzer auch ein 1, 2, 3 Top entstehen. Ja. Also These und Level, ab wann man falsch liegt. Und schon hat man seine Trading-Idee. Bitcoin, jetzt technisch betrachtet, hat einen Top ausgebildet. 1, 2, 3 Top, 1, 2, gestern 13 bis 14 Uhr nicht weitergekommen, kein neues Rekordhoch, Rückfall auf die 1 und jetzt sind wir unter der 1. Also unter 63.101 ist hier erstmal der Deckel drauf. Das hat gestern dann auch bärische Verlauf hier technisch dazu geführt, dass Tesla, die zuvor ein 1, 2, 3 tief aktivierten, auch wieder zurückgesetzt sind. 717,70 bleibt bei Tesla die Make-or-Break-Marke. Wir haben jetzt ein 1, 2, 3 Tief auch im Germany 30. Ja, also Trend ist intakt, technisch als intakt festzustellen durch dieses 1, 2, 3, durch den Ausbruch über die Signallinie, über den nachhaltigen Ausbruch über die vorbörsliche Spanne. Und zwar, wie lange? So lange, wie der Germany 30 über 15, 2, 43, 98 bleibt. Sobald er drunter geht, hätte man ein Signal für eine mögliche Topbildung, aber erstmal von aufwärts geht erstmal in seitwärts. Also wäre wieder neutral gestellt. Und sofort. Klaus schreibt, danke für die etwas andere Analyse, finde ich sehr gut. Vielen Dank für das Feedback. Also mal ein bisschen aus der Kurzfassung der 1, 2, 3 mal ein bisschen rauszukommen. Das ist, glaube ich, immer ganz gut, auch für mich. Frage mich nur, wer immer drauf aus ist, genau meine Stops zu fressen. Ja, hört man oft. Ich glaube, dass das nur ein Bauchgefühl ist, dass jemand die eigenen individuellen Stops haben möchte. Weil es gibt Millionen von Anlegern mit vielen, vielen Stops. Die Mehrheit der Trader setzt keine Stops, muss man dazu sagen. Wirklich die weit größte Teil der Trader setzt keinen Stop. Ich hoffe dann mal immer, wenn ich dann sowas sehe, dass die dann zumindest einen mentalen Stop haben, ist ja auch in Ordnung, ja. Also mentaler Stop heißt, wenn ein Kursniveau gehandelt wird, dass sie dann eben selbst händisch verkaufen. Aber ich nehme mal an, dass die meisten selbst das nicht haben. Aber okay. Und ja, es gibt halt einen Wettstreit. Das hat man jetzt auch eben gesehen. Ja? Ich meine, da gibt es jetzt Aufbauten von Long-Positionen, weil wir haben ein höheres Hoch und Trendwende. So. Und was ist hier passiert? Das war jetzt der Test, dieser Dip nach unten in Richtung der 15.243.98. Das ist das Kräftemessen. Ja? Wer hat jetzt hier die Kontrolle? Und klar, kann das immer noch jetzt mit dem höheren Hoch, ist zwar schön technisch, ja, aber kann immer noch hier drunter gehen. Ja? Dann hat halt das Kräftemessen, dann sind halt die Bären stärker. Aber da muss man das anerkennen, dass es so ist. Ja, wenn man sagt, ah, die fressen meine Stops, dann geht man davon aus, dass die eigene Meinung richtig ist. Und auch richtig war und für immer richtig bleiben muss. Das ist aber an der Börse nicht der Fall. Die Börse interessiert überhaupt nicht, was ich für eine Meinung habe.
Und das ist was, was ich mir wirklich komplett abtrainiert habe, eine eigene Meinung zu haben. Das ist, also ich habe eine eigene Meinung bis zum gewissen Punkt. Und dann passe ich sie sofort an. Also wirklich diese Flexibilität zu haben, das ist das, was man wirklich, ja, ich denke da auch gar nicht mehr drüber nach, oder Markt liegt falsch oder sonst was. Nee, was bringt mir das, wenn ich denke, da liegt falsch und macht trotzdem was anderes? Entweder ich kann zu 100 verkaufen oder nur zu 50. Dann kann ich eine Meinung haben, wie ich will. Es ist das Fakt, dass ich nur für 50 verkaufen will, auch wenn ich für 100 das eigentlich richtig finde. Also, ja, bei Tesla, deswegen ist das für mich einfach, ich habe das runtergebrochen dann irgendwann auf diese 1, 2, 3 Muster. Und ich weiß, Tesla ist heiß über 717,70, weil es Boten. Unter 770 ist Tesla nicht mehr heiß. Da kann ich jetzt über die Autos sprechen, über die Batterie oder sonst was. Das interessiert mich nicht. Der Markt fängt an, dann unter 717,70 an der ganzen Bodengeschichte zu zweifeln. Ja, fertig. Ja, und dann ändere ich auch meine. Also, dann muss man halt die These ändern. Unter 717,70 wird sich das eintrüben, also anfangen zu hinterfragen. Ist dann auch alles in Ordnung? Aber es ist halt drüber recht direkt möglich, dass sich es auffächert. Und drunter ist halt dann erstmal so, ziehen dann Wolken auf. Ja? Richtig zerstört wäre der Boden erst unter 5,3982. Aber ja, ich habe es mit Bitcoin gerade gezeigt, dass ich versuche es und umso grottiger das dann aussieht, da kann auch eine lange Phase der Konsolidierung dann entstehen, die dann irgendwann droht, nach unten abzurutschen oder wird dann doch noch aktiviert und so weiter und so fort. Also, ja, ich gucke mir auch gern einfach Nachrichten an. Gerade mit Corona hat der super gepasst. Als AstraZeneca zum Beispiel. Ja. Da war, glaube ich, dann europaweit der Stopp, dass es verimpft wird und es wurde dann geprüft. Man könnte ja eigentlich meinen, dass bei AstraZeneca da alles zusammengebrochen ist, ja, im Kurs. Und natürlich ist so ein Impfstoff, das muss dann geprüft werden und das ist ein Risiko und da sind dann Fachleute dran und das ist ein Riesenthema. Und war es ja auch. Aber wenn man die Stimmung aufgenommen hat, oh, AstraZeneca, was haben die da gemacht und ist alles so, und dann hat man eine negative Meinung. Aber ich hab mir halt das so angeschaut und okay, dann hat man persönlich so Befindlichkeiten, ja, will ich nicht unbedingt haben vielleicht oder vielleicht doch und dann wägt man das ab. Aber mit der Aktie hat es halt nichts zu tun, weil die hat einen Boden gebildet, ist dabei einen Boden zu bilden. Ja. Das war, als dieser Impfstoff war, hat die einen Boden ausgebildet, ist die über die 1. Richtig zu kommt nicht rein, aber sie nach unten auch nicht. Ja? Also sie ist dabei, einen Boden auszubilden. Und das ist halt das Verrückte. Da käme ich niemals auf die Idee zu sagen, okay, ich übernehme diese negative Stimmung und gehe dann eine entsprechende Position in der Aktie ein. Also zumindest nicht, was das Setup hier angeht. Ja? Natürlich kann es auch Short drehen, wenn die 7228 nicht gelingt, wirklich zu überwinden. Und die dann langsam sich eintrübt, also unter 7228 würde die Bodenbildung in Frage gestellt werden, aber das ist im Moment nicht unbedingt der Fall. Und dann hat man auch eine Einordnung von dem, was öffentlich diskutiert wird und das, was die Börse von dem Unternehmen AstraZeneca hält. Und das sind oft zwei Welten, wie man es hier bei AstraZeneca eben gut sieht. So, Germany 30 ist an der 423er angelangt. US-30 arbeitet sich immer noch an der 61er ab. Uli schreibt eigene Meinung, ist wohl der größte Feind. Frage ist immer wieder, das richtige Risikomanagement und Stops vernünftig zu platzieren. Ja, wenn man das Gefühl hat, man verliert einen Überblick und man weiß gar nicht mehr, dann kann es auch sinnvoll sein,
ja, eine höhere Zeitebene zu wechseln. Ja, dass man sagt, hey, weil genau das, was Uli schreibt, Frage ist immer wieder das richtige Risikomanagement, Stops vernünftig platzieren. Wenn ich jetzt, wie ich hier jetzt bin, weil ich will was kommentieren in der Stunde, in den 10-Sekunden-Chart gehe, da muss ich wirklich fast in Lichtgeschwindigkeit diese ganze Folge von Entscheidungen treffen. Also wie hoch setze ich die Positionsgröße, wo setze ich meinen Stopp, wo ist mein Take-Profit, wann ändert sich das? Ja, wie reagiere ich, wenn plötzlich die Volatilität zunimmt, wenn plötzlich irgendeine Nachricht kommt? Und das muss ich alles in so einer komprimiert engen Taktung machen. Da muss man schon also gut abgebrüht sein, um dann eben das zu machen, was ich eben gesagt habe. Ja, also sich anzupassen auf das, was der Markt sagt, und abzuweichen von von seiner Meinung. Ja. Deswegen ist das Entzerrte und Entspanntere dann die höhere Zeitebene. Dass man sagt, okay, hey, in Bitcoin zum Beispiel unten rechts, ja, ich meine, das sind jetzt Stunden, wo Bitcoin eben aktives 1, 2, 3 hat. Da muss ich nicht alle 2,5 Minuten oder sowas mir eine neue Meinung bilden. Das ist nicht notwendig. Und so kann ich eben in so einem entspannten, also zeitlich entzerrten, ist glaube ich der bessere Begriff. Entspannter muss nicht unbedingt sein, aber in einem zeitlich entzerrten Bild. Und das ist der Stundenchart ja nicht einmal. Ja, ein Tageschart, ein Wochenchart, ja, geht man dahin. Da hat man sehr zeitlich entzerrt. Und kann dann eben dran arbeiten, wirklich ja, diesen ganzen Prozess mit Risikomanagement, Stopp setzen. Ab wann bin ich falsch, ab wann richtig, bin ich noch richtig, macht der Markt das, was zu meinem Szenario passt und so weiter. Da hat man viel Zeit, drüber nachzudenken. Und wenn man das dann kann, dann kann man sagen, okay, ich komprimiere mal und nehme auch kürzere Schwünge mit. Oder versucht das zu tun. Gut. Wie sieht es übergeordnet jetzt aus im Termini 30? Man kann jetzt hier auch in den 1-Minuten-Chart gehen. Wir haben eine volle Auffächerung. Da kann man jetzt auch wieder überprüfen, okay, kommt es hier zu einer Top-Bildung oder ein erneutes 1, 2, 3 Auffächerungsmuster nach oben. Grundsätzlich, wenn wir uns jetzt den Tageskerzenchart anschauen, haben wir jetzt hier den Versuch für einen Trendaufbau. Übergeordnet ist dann 15.291 auf Tagesbasis ein Widerstand beim Bruch, wenn 15.696 die nächst höhere Auffächerungsmarke. Ansonsten ist jetzt der 8. Tag der Seitwärtsbewegung, in dem wir uns befinden, mit einem sauberen Trendaufbau nach oben. Muss man jetzt einfach überprüfen. Über den Vormittag hinweg bleibt dieser Trend intakt. Im 1-Minuten-Chart würde da genügen. Man sollte auch die Signallinie von heute beobachten, also vom 10-Sekunden-Chart, das, was ich da eingezeichnet habe. Sollte die unterschritten werden, wäre das auch so eben nach wie vor ein Hinweis, als könnte eine Seitwärtsbewegung dann doch wieder bevorstehen. Ansonsten sollte dieser Trendaufbau stattfinden und anhalten, wäre eben jetzt die Fähigkeit zu überprüfen, ob der Termini 30 die 15.291 auf Tagesschlusskursbasis überwinden kann. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Bestätigen würde ich dann eben den Preisalarm im US-30, den ich gesetzt habe, für die 33.875 beachten. Und die Interaktion des US-30 sollte dorthin kommen mit dieser Marke, um dann zu gucken, okay, kriegen wir auch eine Intermarket-Bestätigung aus den USA. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Bis morgen.